Moin Moin und herzlich willkommen zum Testbericht der BenQ Screenbar. Es gibt so diese Produkte, da weiß man gar nicht, dass man sie eigentlich haben möchte. Und dazu gehört auch die BenQ Screenbar. BenQ kam auf mich zu, meinte, hey Nils hier, wir haben deinen YouTube-Kanal gesehen und wir haben diese Screenbar und wir sind uns ganz sicher, du wirst das Teil mögen. Dürfen wir dir das zuschicken? Ich habe gesagt, ja. Und BenQ hat mir das Sample dann auch zugeschickt. Deswegen nochmal vielen Dank an BenQ. Das beeinflusst aber meinen Test nicht. Und die BenQ Screenbar habe ich nun seit circa einem Monat im Einsatz. Und es ist tatsächlich ein Produkt, das, wenn man es einmal hat, dass man es nicht mehr missen möchte. Es ist aber auch ein Produkt, wo ich sagen würde, hätte ich es nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch nochmal weiterleben können. Also es ist kein Pflichtprodukt, aber es ist so ein... Ja, so ein Ding zum Beispiel, das war auch zum Beispiel der Nest Hub. Ich könnte auch ohne Nest Hub, sage ich mal so, Schlaftracking machen. Ich könnte auch ohne Nest Hub jeden Morgen aufstehen. Aber mit Nest Hub ist es nochmal um einiges cooler. Und die BenQ Screenbar, was ist es überhaupt? Die Screenbar ist eine Lampe, die packt man oben auf seinen Monitor rauf. Die leuchtet dann straight auf den Monitor und soll in dem Fall damit den Monitor ausleuchten. Vorher, und ich arbeite viel am Monitor, das heißt, ich schreibe Artikel, ich schneide Videos, ich spiele Computerspiele mit Freunden. Ich arbeite halt viel an meinem Computer und bisher habe ich es immer gemacht. Ich habe eine Lampe in meinem Zimmer, hier da oben. Ich habe aber auch eine Lampe immer hinter mir gehabt. Das Problem war, das war eine halt noch nicht mal eine LED-Lampe, das war noch so eine richtige Lampe und die war halt vor allen Dingen sehr warm und es war sehr hell, es war abends zumindest auch nicht schön dran zu arbeiten, deswegen habe ich meistens, wenn ich gearbeitet habe, das mittags erledigt, weil abends irgendwann tun die Augen weh, es war einfach keine schöne Arbeitserfahrung, sage ich mal so, ich habe es alles noch geschafft, aber dann kam halt die BenQ Screenbar, ich habe sie oben rauf gemacht, also es ist erstmal echt gut, das einzurechnen. Das heißt, ich hab noch nicht mal ein Unboxing-Video gemacht, einfach weil es zu kurz und zu langweilig gewesen wäre für euch. Man kriegt das Ding, ich habe es halt trotzdem weiterhin gefilmt, man kriegt das Ding, man nimmt es raus, man packt es oben drauf, man packt es in Strom rein, fertig ist. Dann schaltet man es an, los geht's. Also es ist wirklich eine simple Einrichtung, braucht halt nicht viel Unboxing und deswegen habe ich es auch nicht gezeigt, einfach weil es sonst mega langweilig gewesen wäre, das Video wäre nach 2 Minuten zu Ende gewesen. So, dann hat man halt verschiedene Optionen. Als allererstes, man schaltet das Ding an und es hat schon bereits eine eingestellte Farbtemperatur. Das ist in dem Fall ein sehr helles Weiß. Es gibt aber auch oben einen automatischen Sensor. Der passt dann die Lichttemperatur je nach Lichtumgebungen an. Also wie es in Smartphones, wenn man halt hier oben einen Lichtsensor hat, dann passt er das halt auch bei der BenQ Screenbar an und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das lasse ich halt dann die ganze Zeit an, einfach weil ich da halt das damit echt gut arbeiten kann. Nur abends, manchmal ist es dann halt noch so, dass ich schon sage, es ist schon relativ dunkel, ich möchte dann eine wärmere Temperatur haben, dann schalte ich das auch manuell um, aber es geht eigentlich auch normal mit dem Sensor. Was mir auch gut aufgefallen ist, die Lampe, die ich sonst hatte, hat halt meistens von hinten gestrahlt, sonst hatte ich noch eine mal dastehen. Das hat dann meistens Spiegelungen gegeben und das war vor allen Dingen bei Videoschnitt nicht so eine schöne Sache oder auch wenn man einfach durch eine Timeline bei Twitter scrollt. Die Reflektierungen durch das Licht waren auch unangenehm halt bei der Benutzung. Da hatte ich echt Angst, dass das bei der Screenbar genauso sein wird. Überraschenderweise, man kann die so ein bisschen rotieren, aber überraschenderweise war es in der normalen Standardeinstellung, wie ich sie reingepackt habe, gab es keine Spiegelung und das war mir auch sehr wichtig, wenn ich halt arbeite, dass es dann keine Spiegelung gibt. Aber das wohl beste Feature an der Screenbar ist eigentlich kein richtiges Feature, denn es ist einfach eine kleine Lampe. Die Lampe, die vorher bei mir stand, war einfach riesig. Sie hat viel Platz eingenommen und für das, was sie dann gegeben hat, war es eigentlich nicht wert. Die Screenbar packt man wirklich oben an den Monitor ran. Man muss es noch nicht mal irgendwie richtig festschrauben oder sowas, weil es ist einfach ein Gewicht hinten dran und das balanciert es dann aus. Das war echt, ist eine beeindruckende Konstruktion und die Lampe ist wirklich sehr klein, sie ist sehr platzsparend und vor allen Dingen sieht sie schick aus. Designtechnisch passt sie sogar wirklich gut zu meinem Monitor, denn der ist auch so schwarz in der eigentlich identischen Farbe. Es wirkt einfach wie so eine kleine Ergänzung zu dem Monitor und das
das ist es auch. So, aber was ist mir jetzt negativ aufgefallen? Erstens, es gibt kein Netzteil im Lieferumfang. Das heißt, ich habe ein anderes Netzteil genutzt. Das sollte man aber bei einem Preis, und das ist jetzt schon das zweite, von 100 Euro echt erwarten können, dass da ein Netzteil mit beiliegt. Das war nicht der Fall und das hat mich echt gewundert, weil 100 Euro, das ist nicht so eine Investition, wo man sagt, ui, ja klar, kaufen wir mal kurz eine Bildschirmlampe. Das ist so eine Sache, da muss man echt zweimal überlegen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Punkt, kann ich die Screenbar weiterempfehlen? Ich kann die Screenbar weiterempfehlen, wenn ihr wie ich wirklich darauf angewiesen seid, dass ihr, sag ich mal, eure Augen schont, wenn ihr viel am Monitor arbeitet. Das heißt, wenn ihr auch, keine Ahnung, YouTube-Videos macht und da viel schneidet, wenn ihr auch Artikel schreibt und viel arbeitet oder wenn ihr allgemein viel am Computer, am Monitor arbeitet, dann kann ich euch die Screenbar empfehlen, weil es dann eine Investition ist von 100 Euro, die gibt man einmal aus und dann hat man aber eine gute Lampe für seinen Schreibtisch, dann hat man, dann schont man seine Augen und vor allen Dingen ist man abends gut ausgeleuchtet. Wenn ihr aber nicht wirklich viel am Monitor arbeitet und sagt, ich brauche einfach nur, keine Ahnung, für mein Büro, was ich ein, zweimal irgendwie die Woche nutze, wenn ich da mal Licht brauche, dann kommt ihr auch mit jeder anderen LED gut aus. Aber ich bin in dem Fall sehr froh, dass BenQ da auf mich zukam. Es ist auch so eine Sache wie eine Smartwatch, braucht nicht jeder, aber wenn man mal eine hat, dann möchte man sie nicht mehr missen. Aber das war's vom Testbericht der BenQ Screenbar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.